Also generell fasziniert mich an der Fotografie, dass sie für uns Verbindungen zwischen Objekten und Verbindungen zwischen der Realität, der wir sehen können, und dem, was es noch an Realität gibt, dass Fotografie dies sichtbar machen kann. Und Fotografie kann dies an allen möglichen Orten sichtbar machen, im Kleinen wie im sehr Großen. Und mich interessiert es, solche Orte zu finden. Und in dem Fall war das so, dass ich da im Hochgebirge unterwegs war. Und man hat als Fotograf, wenn man unterwegs ist, dann diesen 2D-Blick. Also diese 3D-Welt erschließt sich einem dann in 2D. Und man fängt an, Dinge dann auch darin zu sehen, die Fotografie dann aber noch viel stärker herausholt. Dadurch, dass sie dann einen Rahmen darum gibt und man einen Teil der Realität herausnimmt, und dann diese Strukturen und Verbindungen zwischen Strukturen, Parallelitäten zwischen Strukturen dann offenbar werden. Und mich interessiert, Bilder zu schaffen, wo man nicht sofort sieht, was das ist. Bilder, die Fragen stellen, über die man sich Gedanken machen kann und die vielleicht auch in einer Ausstellung jetzt Fragile Helden thematisch erstmal deplatziert scheinen. Und wo man dann fragt, ja, was soll denn das überhaupt hier? Warum zeigt der das? Ja, also deswegen habe ich diese Bilder ausgewählt für diese Ausstellung.